Prinz Harry, ein Windsor, der weiß, wo es lang geht. Let's kick it. Die Weltpresse folgt ihm von Afghanistan bis zum Südpol auf gefährlichen Expeditionen und bei amorösen Eskapaden. Harry ist der ewige Rebell. Er ist unser Partyprinz. Er hat einen tollen Job, keine Verantwortung, aber alle Vorteile der königlichen Familie. Er ist der begehrteste Junggeselle im ganzen Land. Wann wird auch Harry endlich heiraten, fragen die Briten. Und wer wird die Auserwählte sein? Als heißeste Kandidatin galt zuletzt die schöne Cressida. Sie konnte Harry nicht zähmen. Und alle Möchtegern-Prinzessinnen dürfen wieder träumen. Das Leben der Royals ist doch wie ein Märchen. Solche Liebesgeschichten gibt's nicht einmal in Hollywood. Ihr Familienglück ist filmreif. Kate, William, George und bald das neue Baby. Doch der coolste Royal ist und bleibt natürlich Onkel Harry. Es ist wirklich toll, ihn im Team zu haben. Dezember 2013. In der Antarktis wird Harry sein größtes Abenteuer wagen. Zum Südpol will er, wie der Brite Robert Scott vor 100 Jahren. Der bezahlte dafür mit seinem Leben. Prinz Harry will die Eiswüste mit einem Team britischer Soldaten auf Skiern durchqueren. Die Weggefährten des Prinzen haben ein besonderes Handicap. Sie sind in Afghanistan oder im Irak verwundet worden. Viele tragen Prothesen. Die Botschaft des Unternehmens lautet: Gemeinsam sind wir stark. Monatelang haben sie trainiert. Auch Prinz Harry musste sich auf die extreme körperliche Belastung besonders vorbereiten. Ich muss hier einfach mitmachen. Ich habe den Mund ziemlich vollgenommen und kann jetzt nicht kneifen. Und es ist eine tolle Herausforderung. Gut, es ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich bin körperlich gesund und halbwegs klar hier oben. Die anderen dagegen sind durch ihre Verletzungen eingeschränkt. Für sie ist es wirklich hart. Mehr als 200 Kilometer Fußmarsch liegen vor dem Team. Der Wetterbericht sagt eisige Winde voraus. Prinz Harry sorgt für den Spaß in der Truppe. Er ist ein Abenteurer. Deshalb gefällt ihm auch dieser Wettlauf zum Südpol. Und mit der gleichen Leidenschaft engagiert er sich für uns verwundete Soldaten. Wir haben auch noch ein Lied für euch. On a prop plane, don't know when we'll be back again. Leaving on a prop plane, don't know when we'll be back. Ein Prinz in der Truppe. Das ist ein besonderer Ansporn. Er war sehr wichtig für unser Team. Er hat uns aufgebaut. Er war einer von uns und hat gute Laune verbreitet. Prinz Harry ist Schirmherr der Organisation Walking with the Wounded, die auf das Schicksal versehrter Kriegsveteranen aufmerksam machen will. 200 britische Soldaten haben bei den Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan Arme oder Beine verloren. Die Gesellschaft soll diese Menschen nicht vergessen. Dafür kämpft Harry mit vollem Einsatz. Er behandelt uns wie alle anderen auch. Und er hat diesen Humor, den man sich einfach nicht entziehen kann.
Man schließt schnell Freundschaft mit ihm. Er ist ein Mensch, den man gern um sich hat. Und ich kann wirklich gut verstehen, dass er so beliebt ist. Anfang Dezember 2013. Mit 80 Stundenkilometern peitscht der Wind über das eisige Hochplateau am südlichen Ende der Welt. Alle Mitglieder des Teams müssen ihre Schlitten selbst ziehen, mit je 70 Kilo Verpflegung und Ausrüstung. Es gibt erste Rückschläge. Das Tagespensum von 20 Kilometern lässt sich im eisigen Wind kaum schaffen. Harry hat mir wirklich sehr geholfen. Ein paar Tage waren besonders hart für mich. Er hat das gespürt und Gewicht von meinem Schlitten genommen. Er hat mir in den Pausen zu essen und zu trinken gegeben oder etwas Warmes zum Anziehen geholt. Er ist dann oft direkt neben mir gegangen, hat mir Mut zugesprochen und Dinge gesagt wie, bald machen wir eine Pause oder wir haben es fast geschafft. Und es ging weiter. Noch 11 Kilometer liegen vor uns. 6,5 haben wir schon geschafft. Dann morgen noch ein ganzer Tag. Und ein halber Tag am Freitag, dann sind wir am Südpol. Ausgerechnet am Freitag, den 13. Auch Harry kämpft wie die anderen mit Übelkeit und Erschöpfung, muss sich zusammenreißen. Was würde die Queen sagen, wenn ausgerechnet er schlapp macht? I think less is more. Bei Harry ist weniger oft mehr. Ein kleines Nicken oder Zwinkern sagt mehr als 1000 Worte. Als wir den Südpol endlich erreicht hatten, hat er jedem die Hand gegeben und nur gesagt, gut gemacht. Es war großartig, das von einem Mitglied der Königsfamilie zu hören. Ich würde das nie vergessen. Es gab einige Widrigkeiten, schlechtes Wetter, schwieriges Gelände, körperliche Probleme. Die ganze Gruppe hat es geschafft, vor allem aber die 12 Soldaten mit ihren Kriegsverletzungen. Wenige Monate später, das nächste Abenteuer wartet. Prinz Harry, Pilot der königlichen Luftwaffe, will im südenglischen Goodwood eine Spitfire fliegen. Eines jener Jagdflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, mit denen die Luftschlacht um England gegen Hitlers Wehrmacht gewonnen wurde. Doch es gibt keine Starterlaubnis. Zu heftig bläst der Sturm über den Ärmelkanal herein. Prinz Harry mit dem Weltkriegsflieger abgestürzt. Diese Schlagzeile will niemand riskieren. Der Prinz nimmt es mit Humor und absolviert pflichtgemäß das weitere Tagesprogramm. Drinnen im Hangar trifft er britische Veteranen. Sie haben vor mehr als 70 Jahren gegen die deutschen Angreifer gekämpft, bei jedem Wetter. Prinz Harry kommt an bei den alten Herren. Er kann gut zuhören. Und versteht, wovon sie reden, ist er doch selbst Captain des Army Air Corps. Harry ist wirklich wichtig für die Monarchie, weil er so unaufgeregt ist. Nichts an ihm wirkt aufgesetzt. Er ist ausgesprochen gut darin, mit Leuten zu reden. Und er hat dieses Pflichtgefühl, das man durch all die Generationen im Hause Windsor spürt. Gedenken an die Opfer beider Weltkriege in London. Ein Pflichttermin für die königliche Familie. Harry begleitet seinen Großvater, Prinz Philip. Thank you.
Harry ist ja selbst Soldat. Er war zweimal in Afghanistan eingesetzt und hat dort schwer verwundete Soldaten gesehen. Das ging ihm sehr nah und er will etwas für sie tun. In den USA nimmt Harry an den Warrior Games teil. Eine Art Paralympics für versehrte amerikanische Soldaten. Es ist mehr als nur ein PR-Termin. Der Sport soll Veteranen helfen, nach traumatischen Kriegserlebnissen wieder in der zivilen Gesellschaft anzukommen. Eine Idee, die Harry begeistert mit nach Hause nimmt. Wir wollen möglichst viele Soldatinnen und Soldaten wieder in die Gesellschaft eingliedern, damit wir alle von ihnen lernen. Das sind ja sehr starke und beeindruckende Persönlichkeiten. Warum sollte das nicht gelingen? Im Herbst 2014 sollen die ersten Spiele dieser Art auch in Großbritannien stattfinden. Ich hoffe, dass wir im September gutes Wetter haben. Ich glaube, das wird ein tolles Event. Kommt alle dazu, das wird großartig. Wir sehen hier einen Prinz als Soldaten, der bereit ist, für Königin und Vaterland zu kämpfen. Und mittlerweile hat er auch seine Rolle in der Royal Family akzeptiert, als Nummer 4 in der Thronfolge. Mit der Geburt von Baby George ist Harry in der Thronfolge einen Platz nach hinten gerückt. Nun steht der Sohn von William und Kate mit im Rampenlicht. Kaum betritt dieser kleine Kerl die Bühne, ist er schon ein richtiger Star. Plötzlich dreht sich alles um Prinz Williams Nachwuchs. Harry nimmt's mit Humor. Ja, ich werde zum zweiten Mal Onkel, das ist eine tolle Nachricht. Wäre schön, wenn es ein Mädchen wird. Ich will sehen, wie sie meinen Bruder so richtig auf Trab bringt. George wird sich wahnsinnig freuen, ein jüngeres Geschwisterchen zu haben. Die Familie wächst. Nur noch Platz 5 der Thronfolge. Das kann einen Onkel Harry nicht erschüttern. Der Kensington-Palast im Herzen Londons. Im 19. Jahrhundert wuchs hier Queen Victoria auf. Die alten Mauern haben schon viele Prinzen und Prinzessinnen kommen und gehen sehen. Die aktuellen Bewohner heißen Kate, William und George. Hier steht die Wiege des jüngsten Windsor-Prinzen. Und Familienhund Lupo macht das Kleeblatt perfekt. William wird älter. Er verliert sein Haar, er ist verheiratet. Und dadurch wird Harry natürlich plötzlich viel interessanter. Er ist plötzlich der attraktivste Prinz im Land. Und vor allem, Harry ist noch zu haben. Aber wie lange noch? 30 und noch nicht verheiratet. Der Wink mit einer coolen Babyklamotte ist eindeutig. In diesem Fall ein Mini-Flieger-Overall für Prinz George. Ob Harry die Botschaft verstehen will? Er wird ein guter Vater sein, wenn es soweit ist. Aber er muss sich nicht beeilen. Allerdings verbringt er im Moment ziemlich viel Zeit mit seinem kleinen Neffen. Vielleicht kommt er ja auf den Geschmack. Harry eröffnet einen Spielplatz auf dem Londoner Olympiagelände. Der Prinz und lächelnde Kinder, das zieht immer. Es müssen ja nicht eigene sein. Die junge Generation fürs Königshaus gewinnen, das ist Harrys wichtigster Job. Unsere Royals sind schon eine starke Marke und Harry ist sehr wichtig dafür. Die junge Generation sorgt für Aufmerksamkeit, wenn sie für wohltätige Zwecke unterwegs ist. Die Welt nimmt Anteil, wenn sie sich für etwas engagieren. So wie im Frühjahr 2014, als der Süden Englands im Hochwasser zu versinken droht. Was haben Sie hier vor? Ihr solltet besser helfen, statt zu filmen.
Im Dörfchen Datchet unterstützen die Prinzen für einen Tag die Hilfskräfte. Und schon wird die Katastrophe auch über die Grenzen Britanniens hinaus wahrgenommen. Zwei Prinzen als Retter in der Not. Für die PR-Abteilung des Königshauses sind solche Bilder Gold wert. Die Botschaft? Auf die Royal Family ist Verlass, auch auf den wilden Harry. Es hat sich viel getan, seit sie alle in den Kensington Palace gezogen sind. Sie haben dort jetzt ihren eigenen Hofstaat und ihr Zuhause. Und Harry gehört dazu. Er sieht Baby George oft. Sein ganzes Leben hat sich verändert. Im Kensington Palast haben William und Harry ihre Kindheit verbracht. Jetzt wohnen sie gemeinsam wieder hier und machen den Palast dadurch zur Touristenattraktion. 14 Millionen Euro hat die Renovierung gekostet, finanziert durch Spenden und Fonds. Wechselnde Ausstellungen erzählen von Leben und Lieben im Palast. Nicht jede Prinzessin war hier glücklich. Doch der Mythos vom märchenhaften Dasein in der Royal Family lebt weiter. Um die britische Monarchie am Leben zu halten, brauchen sie Publicity. Sie müssen es auf die Titelseiten der Hochglanzmagazine schaffen. Und sie müssen dabei auch noch die Nähe zum Volk pflegen. Das ist nicht nur eine königliche Familie. Für uns sind sie wie Hollywood-Stars. April 2014. Der jüngste Hauptdarsteller des Royalen Zirkus geht zum ersten Mal auf Reisen. Baby George besucht Neuseeland und Australien. In beiden Ländern ist die Queen Staatsoberhaupt und ihr Urenkel George der jüngste Anwärter auf die royale Nachfolge. Ein Babybotschafter, der die Menschen bei der Krone halten soll. Australien ist auf dem besten Weg, die Monarchie abzuschaffen. Ein schlechter König reicht aus und das war's. Es gibt sie doch nur noch, weil die Menschen das wollen. Aus Sicht der britischen und australischen Presse ist die erste Dienstreise von Baby George ein voller Erfolg. Prinz George ist für diese Reise genauso wichtig wie seine Eltern. Ich erinnere mich an die Bilder von William, als er im gleichen Alter auf dem Rasen des Gouverneurs von Neuseeland herumkrabbelte. Das war ein gelungener PR-Coup und eine Art Vorlage für die Reise jetzt in diesem Frühjahr. Sie machen das Gleiche heute wieder, um den Erfolg zu wiederholen. Der kleine George im Zoo von Sydney. So gewinnt man Herzen und füttert das Fernsehen mit schönen Bildern. Ein Bilby. So etwas gibt es nur in Australien. Zu Ehren des Prinzen wird es auf den Namen George getauft. Das ist nicht irgendein Baby, das ist der künftige König. Die Royals wollen den Gebieten in Übersee zeigen, dass die Monarchie sie nicht vergessen hat, dass sie genauso wichtig sind wie Großbritannien. Königliche Pflichten können ganz schön anstrengend sein. Prinz George darf sich zurückziehen zum Nickerchen. Für ihn springt das australische Baumkänguru ein und gibt eine bühnenreife Vorstellung. Kate scheint entzückt. Da muss man doch mal Familienhund Lupo in Erinnerung rufen. Die Herzogin knuddelt schon wieder fremd mit einem Koala. Der kleine Bär ist nicht nur weich, er duftet auch gut. Und die nächste Attraktion lässt nicht lange auf sich warten. Darf ich Harry vorstellen? Sie erkennen ihn am roten Schopf.
Ein Kranich namens Harry, so ein Zufall. Der kleine Bruder, daheim geblieben, aber nicht vergessen. Eigentlich wie immer. And if you remember, 30 years ago, schon vor 30 Jahren haben sie Harry nicht auf diese Reisen mitgenommen. William wurde in den Überseegebieten vorgestellt, denn er ist der Thronfolger nach Charles. Heute nimmt William George mit, der ihn einmal beerben wird. Nur darum geht es bei diesen Reisen. Doch auch wenn die Harry-Fans ihr Idol in Australien nicht zu sehen bekommen, sie zeigen, dass sie an ihn denken. Nach dem Zoo geht's an den Strand von Manly. Das Surferparadies ist der nächste Schauplatz für die Charmoffensive von William und Kate. William und Kate haben dieselbe natürliche Ausstrahlung und Wärme wie Diana. Wenn sie auf Menschen zugehen, scheint das von Herzen zu kommen. Wenn man mit ihnen spricht, wirken sie ganz normal, obwohl sie in einer total anderen Welt leben. Er hatte ja keine Wahl, aber sie passt sich spielend an und macht ihre Sache wirklich gut. Die bürgerliche Kate Middleton, nach ihrer Hochzeit mit dem Thronfolger, gilt sie als perfekte Besetzung für die Rolle der Prinzessin. Die Queen hätte Charles und Camilla schicken können, aber sie hat sich für William, Kate und George entschieden. Ihre Botschaft ist klar: Diese drei sind die Zukunft der Monarchie. Diese Bilder von George, William und Kate, diese stolzen Eltern, die ihr Baby aus dem Flugzeug tragen, erinnern an früher, an die schönen Jahre. Diese Nostalgie macht sie populär. Sie haben alle Erwartungen erfüllt. Ein toller Erfolg. Erinnerung an glückliche Kindertage, als Prinzessin Diana noch lebt. Der kleine Harry hat nur einen Wunsch: später mal Soldat werden. Geübt wird in Papas Hubschrauber. Und den lästigen Fotografen zeigt Harry schon damals, was er von ihnen hält. In Harrys Erziehung ist überhaupt nichts schiefgegangen. Er ist, wie er ist, ein Draufgänger. Diana hat immer gesagt, er ist frech, so wie ich. Harry wollte als Kind immer nur das eine anziehen, seinen grünen Tarnanzug. Er trug ihn dauernd, am liebsten schon gleich morgens nach dem Aufstehen. Die Rollen sind früh verteilt. Harry ist der Aufmüpfige, William der Vorsichtige. Prinz Harry wurde schon früh als Rebell abgestempelt, als Partyprinz, als der jüngere Bruder, der Ärger macht und sich nicht anpasst. Benimm und Anstand. Prinz Harry schert das lange Zeit nur wenig. Manchmal packt ihn auch blanke Wut, wenn Alkohol und falsche Freunde im Spiel sind. Für die Presse ein gefundenes Fressen. Er war total betrunken, torkelte und fiel hin. Einmal ging er sogar auf mich los. Die Royals sind Vertreter dieses Landes, gewissermaßen Bestandteile unserer Verfassung. Und wir haben das Recht, all das zu dokumentieren. Harrys Liebesleben ist turbulent und seine Vorliebe für Blondinen überall bekannt. Amüsiert er sich auf einer Party, wie hier in Las Vegas, lauern ihm Mädchen auf, die berüchtigten Harry Hunter. Jägerinnen, die den Prinzen als Trophäe sehen. Und der scheint das zu genießen.
Harry sucht die Gefahr. Deshalb fühlte er sich in der Armee auch so wohl. Aber er geht auch im Privatleben Risiken ein. Er hat Drogen probiert und getrunken, bis er umfiel. Er testet gern seine Grenzen aus. Kurz vor seinem Einsatz in Afghanistan sorgt Harry in Las Vegas für peinliche Schlagzeilen. Strip-Billard mit einer fremden Schönheit. Als Nacktbilder einer Handykamera auftauchen, bricht ein Sturm der Empörung über das Königshaus herein. Als er nackt in Vegas herumgesprungen ist, hat das erstmal viele verärgert. Aber dann haben alle darüber gelacht. Wäre das auch so, wenn er der Thronfolger wäre? Wahrscheinlich nicht. Er ist Dianas Sohn und wir verzeihen diesem rothaarigen Burschen, der hinter dem Sarg seiner Mutter herlief, einfach alle Fehler. Harry makes mistakes. Die Zeitschrift Tatler wählt Prinz Harry nach seinem Ausrutscher in Vegas zum Mann des Jahres. Harry ist ungeheuer beliebt, gerade weil er nicht perfekt ist. Jeder mag ihn, weil er gerne einen über den Durst trinkt, weil er ein Draufgänger ist und in der Armee dient. Er ist ein echter Playboy, aber einer von der akzeptablen Sorte. Das ist sein Markenzeichen. Prinz Harry trägt auch heute noch gern Uniform. Zweimal ist er in Afghanistan im Einsatz. Er hat sich den Job ertrotzt. Niemand wollte ihn an der Front. Ein Mitglied des Königshauses ist ein potenzielles Opfer von Geiselnahmen durch die Taliban. Doch der Prinz lässt nicht locker, bis seine Oma, die Queen und die Armee zustimmen. Und er überrascht alle, die an ihm zweifeln. Prinz Harry war in der Schule vielleicht nicht der Hellste, aber er hat die Ausbildung zum Apache-Piloten geschafft. Und das ist immerhin der modernste Kampfhubschrauber der Welt. Was er will, das schafft er auch. Er ist ein Royal mit viel Ehrgeiz. Harrys Leidenschaft für die Armee und seine Uniformen macht ihn zum idealen Botschafter des Königshauses. Besonders dort, wo militärisches Auftreten gefragt ist. In Sydney nimmt er die Flottenparade ab, stellvertretend für die Queen. Sichtbares Zeichen der Verjüngung der Monarchie. Harry überzeugt viele Menschen. Allerdings nicht in der Generation seines Vaters, die finden ihn eher nervig. Aber er hat die jungen Leute auf seiner Seite und die werden entscheiden, ob es die Monarchie im 21. Jahrhundert noch weitergeben wird. Bei den Jüngeren ist der Prinz ein voller Erfolg. Selbstbewusst, cool, locker. Und immer ein flotter Spruch auf den Lippen. Sorry, ich bin nicht Harry Styles, der Sänger. Und nein, ich werde auch nicht singen. Natürlich findet er es toll, dass die Mädchen verrückt nach ihm sind, wenn er irgendwo auftritt. Und er nutzt das aus. Warum auch nicht? Harry füllt Arenen, wenn er zu mehr sozialem Engagement aufruft. Und noch ist er ja nicht fest vergeben. Da können sich die Girls noch Hoffnungen machen. Sie wollen ihm unbedingt nahe sein. Er ist einfach so beliebt, er sieht gut aus. Und klar hoffen ein paar, dass er sie attraktiv findet. Und vielleicht sogar heiratet. Cressida Bonas, Harrys zweite ernste Liebe, schien kurz vor dem Ziel zu sein. Erst Verlobungsgerüchte, dann die Trennung. Prinzessin? Nein, danke. Sie folgen einfach ihren Träumen und lassen sich auch von niemandem jetzt so einen Stempel aufsetzen. Also Cressida ist ja auch selber Tänzerin und auch Schauspielerin. Und
würde jetzt auch, glaube ich, sich nicht irgendwie von jemandem was sagen lassen. Also keiner lässt sich von irgendjemandem was sagen, jeder macht sein eigenes Ding, aber sieht trotzdem cool dabei aus. Ja. Harry und Cressy, ein perfektes Paar. Lange sah es so aus, als hätten sich da zwei gefunden, die gut zueinander passen. Harry ist sehr lebenslustig. Er hat einfach gern Spaß. Wenn er sich für eine Kandidatin entscheidet, dann mit seinem Herzen. Und nicht, weil sie in die Rolle einer Prinzessin passt. Er wird das Außergewöhnliche wählen. Für die Paparazzi wird es besonders spannend, als im Frühjahr 2014 Verlobungsgerüchte die Runde machen. Hi. Okay. Niraj Tanna ist Fotojournalist und spezialisiert auf South Kensington, die schicke Einkaufsgegend in der Nähe des Palastes der Windsor-Prinzen. Hier hat er gute Informanten. Wird Harry gesichtet, erfährt Niraj es als Erster. Okay. Diesmal soll er in einem großen Supermarkt gesehen worden sein. Die Fotojagd beginnt. Und vielleicht ist der Cressida auch dabei. Sie werden häufig zusammen fotografiert oder man sieht sie gemeinsam in der Stadt. Ich glaube, Harry ist es ernst mit ihr. Er wird jetzt 30, da wird es auch langsam Zeit, sesshaft zu werden. Und sie ist seine erste Wahl. Das glauben auch andere Königshausexperten. Die jüngsten Trennungsgerüchte könnten ähnlich wie damals bei Kate nur vorgeschoben sein, um etwas Druck vom jungen Paar zu nehmen. Für mich wäre Cressida die perfekte Prinzessin, weil sie auf der einen Seite eine engelselfengleiche, wunderschöne Gestalt ist, aber auf der anderen Seite eben eine wilde Seite hat, die eben die ganzen Mädchen in ihrem Alter auch widerspiegelt. Eine Prinzessin in Spe, da muss man schon mal über die Kleiderfrage nachdenken. Hier in Bodos Schloss, einem Szenelokal im alten Stil, verkehrt die junge Londoner Society. Es liegt am Eingang des Kensington Palace und ist eins der Lieblingslokale von Prinz Harry. Hier treffen wir die junge deutsche Modedesignerin Sophie Herrmann. Sie stellt in Bodos Schloss gelegentlich ihre Kollektionen vor. Und eines Tages stand plötzlich Cressida Bonas vor ihr. Eigentlich dachte ich, jetzt kommt so die nächste Prinzessin im Twinset und Perlenkette und super schick. Sie war total super relaxed, hatte, glaube ich, Springerstiefel an, eine zerrissene schwarze Strumpfhose und eine Lederjacke mit Lammfell und so. Also total easygoing, ein zuckersüßes Mädchen und echt schüchtern am Anfang. Ja, aber da habe ich ihr dann praktisch meine ganze Kollektion geschenkt und ungefähr ein halbes Jahr darauf gewartet, bis sie endlich was trägt. Und war natürlich dann total begeistert, als ich es endlich gesehen habe. Cressida scheint ein Volltreffer zu sein. Aktuelle Fotos von ihr bringen mehrere hundert Euro ein, pro Stück. Dumm nur, dass sie so ein scheues Reh ist. Niraj Tanna hat wieder einen Tipp bekommen und postiert sich in South Kensington mit seiner Kamera. Okay, great. Thanks. So verfolgt zu werden, ist für die meisten Mädchen kaum zu ertragen. Vielleicht ist es deshalb für Harry so schwer, die Richtige zu finden. Hi. Yeah, we got pictures. Ich habe die Bilder. Nicht schlecht. Very good. So, yeah, it's worked out really well. Thanks a lot. We have in the UK a guideline. Es gibt Regeln, an die wir uns alle halten müssen. Wir dürfen die Royals nicht verfolgen oder sie belästigen. Aber wir dürfen über sie berichten, wenn es um das öffentliche Interesse geht. Und ihr Leben ist von öffentlichem Interesse. Wir zeigen sie, wie sie wirklich sind. Das ist doch fair. Aber hätte die blonde Cressida überhaupt das Zeug zur Prinzessin?
Als ich letztes Jahr in Australien war, fand ich heraus, dass sie in einer Bar jobbt. Ihr Chef verriet mir, dass sie gut und hart arbeitet und auch gar nicht zimperlich ist. Am Abend war die Bar voll mit jungen Leuten und sie servierte rasend schnell Drinks. Und ich dachte, sie kommt zwar aus gutem Haus, aber sie ist sich nicht zu schade, hier zu arbeiten. Das fand ich gut. In Harrys Familie wartet harte Konkurrenz. Kate Middleton. Wäre Cressida dem Vergleich gewachsen? Sie hat Tanz studiert, ist eher ein Freigeist und trägt lieber Blumen im Haar als einen Hut. Daher wirkt sie im Vergleich etwas schrill. Rebellen haben es schwer im royalen Zirkus der Familie Windsor. Looking at her, I can't help worrying very slightly. Bei ihr mache ich mir schon Sorgen. Sie kommt aus einer kaputten Familie. Ihre Mutter war 4-mal verheiratet, ihr Vater auch. Das sind nicht gerade stabile Verhältnisse. Ich fürchte, dass sie ein bisschen verletzlich ist. Die Gerüchte um eine baldige Verlobung waren übertrieben. Sie ist noch jung, Anfang 20. Er ist 30 und noch nicht bereit für die Ehe. Wenn er frei entscheiden könnte, würde er erst Kinder bekommen und dann heiraten. Aber das ist bei den Royals undenkbar. Er wäre sicher lieber erst Vater und dann Ehemann. Nach der blonden Cressida kommt die brünette Camilla ins Spiel. Die nächste Dame, derselbe Herr. Die Presse spekuliert. Und das junge Paar hüllt sich in Schweigen. Prinz Harry ist berüchtigt für sprunghafte Liebesbeziehungen. Ein junger Mann, der gern rasant unterwegs ist und das Abenteuer liebt. Wie hier auf der Rennstrecke von Goodwood, wo man schon mal den ganzen Frust über die komplizierte royale Existenz in den Bleifuß legen kann. Und das scheint Harry im Moment nötig zu haben. Denn neben dem Gerede um Cressida musste er auch den geliebten Pilotenjob bei der Air Force an den Nagel hängen. Er wird jetzt immer öfter im Königshaus gebraucht. Obviously, Harry probably. Er ist natürlich traurig, dass er keine Hubschrauber mehr fliegen darf. Dafür müsste er mehr Zeit fürs Training haben, mehr Flugstunden absolvieren. Aber jetzt, da die Queen sich immer mehr zurückzieht, müssen eben William und Harry ran. Und deswegen übernimmt Harry mehr royale Pflichten. In schmucker Uniform wird man Prinz Harry aber weiter häufig sehen. Auf feierlichen Terminen, wie hier beim großen Gedenken für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Harry als Vertreter der Queen. Der unberechenbare Partyprinz hat sich zum beliebtesten Repräsentanten des britischen Königshauses gemausert. In London wartet künftig ein fester Arbeitsplatz auf ihn, mit Sekretärin und eigenem großzügigen Büro. Das wird mitten in Londons Regierungsviertel liegen, im Verteidigungsministerium, in der Abteilung für zeremonielle Angelegenheiten des Königshauses. Große Paraden wie das jährliche Trooping the Colour zum Geburtstag der Queen werden künftig von Prinz Harry geplant. Solche royalen Spektakel sind Publikumsmagneten und solange das so ist, sichern sie die Existenz der Monarchie. It has a very positive
Diese Paraden machen die Leute einfach glücklich. Und es gibt ja auch Berechnungen, wonach unsere königliche Familie der britischen Wirtschaft jährlich etwa 3 Milliarden Euro einbringt. Harry, der Zeremonienmeister, vor Jahren noch unvorstellbar. Er hat eine strahlende Zukunft vor sich und ich hoffe, dass er glücklich sein wird. Er ist mit der Zeit in seine Rolle hineingewachsen. Er rebelliert nicht mehr gegen sein Schicksal. Er akzeptiert es und schaut nach vorn. Er hat die Fliegerei und viel Action erlebt. Er ist zum Südpol gelaufen. Er hat als junger Mann schon ziemlich viel erreicht. Und jetzt will er vielleicht versuchen, eine Familie zu gründen. Das wäre sein nächstes Abenteuer. Vom wilden Windsor zum braven Familienvater. Ein ziemlich weiter Weg für Prinz Harry, dem Mädchenschwarm. Harry hat die Windsors wieder geerdet und ihnen damit einen großen Gefallen getan. William ist charmant, aber auch etwas abgehoben und unnahbar. Harry dagegen kommt den Menschen nah. Er geht auf sie zu und hat einen guten Draht zu Kindern, ganz so wie Diana. Die Rollenverteilung im Royalen Theater der Briten scheint besser zu funktionieren denn je. Dianas Söhne gehen ihren eigenen Weg zwischen Tradition und Moderne. Und mit Prinz George erscheint schon die nächste Generation auf der Bühne. Die Zukunft der Firma, so nennt sich die königliche Familie gern selbst, ist einstweilen gesichert. Unsere Monarchie ist wieder auferstanden und sie macht Großbritannien auch für Touristen attraktiv. So eine königliche Familie gibt es nur einmal. Die Amerikaner haben sich in die Royals neu verliebt und die Europäer auch. Die Dynastie der Windsors. Oft schon totgesagt, sie scheint so lebendig wie nie. Und solange es ledige Prinzen gibt, wird auch der Traum vom Aschenputtel weiterleben. Das ist nun mal der Herzenswunsch vieler Mädchen und junger Frauen, egal aus welchem Land und aus welchen Verhältnissen, einmal Prinzessin zu sein. Da üben sie schon mal den korrekten Hofknicks. Aber Vorsicht, immer hübsch nachschauen, ob der Prinz nicht doch in Wirklichkeit ein Frosch ist. Very good.